Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. So, heute wird das Video nicht allzu lang werden, allerdings geht es um eine Sache, die mir in einigen Produktionen jetzt aufgefallen ist, und zwar um das Schlagzeug an sich. Denn ich habe das Gefühl, dass viele das sehr stark unterschätzen. Und das große Problem ist, dass zwar ein nativ aufgenommenes Schlagzeug sehr gut klingen kann, es aber in den meisten Fällen gar nicht so wirklich tut. Und ich werde jetzt mal kurz nebeneinander stellen, wie ein, ich sag jetzt mal, semi-professionell aufgenommenes Schlagzeug in einem Mix klingt und wie es klingen würde, wenn man es mit sogenannten Drum Replacements bzw. mit Drum Samples unterlegt, um das Ganze kräftiger zu gestalten, aber den Sound nicht zu sehr zu verfälschen. Wie dieses Drum Replacement geht, werde ich sie hier nicht genau beschreiben. Dazu verlinke ich euch unten ein anderes Video, das direkt von Steinberg gemacht wurde. Damit auch zugeschnitten auf die Cubase-Version. Und das wird dort richtig gut erklärt. Deswegen guckt es euch da ruhig an und viel Spaß jetzt bei den Vergleichen. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video jetzt gefallen. Es ist diesmal nicht ganz so viel geworden. Allerdings habe ich einiges in Planung. Die nächsten Wochen werden sehr spannend. Es wird eine ganze Menge auf diesem Kanal kommen. Falls ihr auf der Studio-Seite mal gesehen habt, es sind auch 5 Videos auf diesem Kanal erschienen, die in einer Playlist sind. Zwei davon kennt ihr schon. Diese Playlist ist zu finden über die Studio-Webseite bzw. über die Studio-Facebook-Seite. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten. Ansonsten hoffe ich, euch hat das gefallen, dass es ein bisschen informativ war, mal ein bisschen was anderes ist. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, was ihr vielleicht nicht so cool fandet daran, was ihr für Plugins benutzt etc., um den Drum Sound zu verbessern. Würde mich echt interessieren und bis zum nächsten Mal.